Das folgende Video wird Ihnen präsentiert von Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal. Willst du nicht kommen, oder? Nein, Bedo, wir fahren doch erst bei mir. Komm jetzt. Ich sag, wir hatten ein Kommunikationsproblem heute den ganzen Tag. Ich warte, es ist so kalt. Ja, ist alles es, fit? Aber moin. Wie geht's dir? Sehr gut, und selbst? Komm, ich habe extra alles für dich vorbereitet. Du siehst wieder aus, ey, ja, das ist unglaublich. Ich bin mir Mühe, ne? Es ist unglaublich. Okay. Warum auch immer? Alles für dich vorbereitet, mein Lieber. So. Anschnallen. Ja, habe ich. Erst meine Show, dann deine Show. Ist doch ach, ganz das easy. Meintest yeah, du mit vorher nach. Genau. Jetzt habe ich verstanden. Genau. Okay. So. Hast du? Autsch. Ja. Yes. So, Mann, dann geht's los. Geht's los. So. So, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen Dank. Das war echt eine coole Nummer. Mega. So, und jetzt bist du dran. So. Espresso geht aber auf dich, oder? Espresso geht immer auf mich. Ja. Das Coole ist, war echt cool. Hat echt Spaß gemacht. Danke dir. Ich danke dir. Okay, wir sehen uns dann. Wann sehen wir uns? Jetzt. Ach so, kann man das reingehen? Hallo? Habe ich irgendwas missverstanden? So, das war die Autotour. Bist gleich zurück, oder was? Das ist Alibi. Das hängt bei uns nur. Weißt du warum? Damit die Leute nicht reinkommen und uns stören. Ja, okay. Und damit wir in Ruhe aufzeichnen können. Los, okay, komm. Auf geht's ins Studio. Und damit darf ich jetzt offiziell sagen, herzlich willkommen, Hamid. Vielen Dank für die Einladung. Mein lieber Hamid Mossadegh, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt aufgezeichnet, wir hatten einen coolen Podcast, geiler Titel, ja, muss ich by the way sagen, ja, ja, Podcast, ja. Podcast ist bei Hamid. Podcast bei Hamid. Genau, genau, genau. Das heißt, du zeichnest quasi für deinen YouTube-Channel quasi so ein Best-of zusammen und das ganze Interview, wo man leider auch mich hören wird. War sehr interessant, war mega interessant. Ist dann quasi ein Podcast. Ja, genau, also es ist Podcast. Ja, ja, klar. Also Podcast bei Hamid geht ungefähr eine Stunde. Da fahren wir einfach, ich fahre immer, meine Gäste können sich schön hinsetzen, wir machen Massagesitze an, du wolltest es ja nicht. Ne? Alles ich wollte nicht hier, überheblich und arrogant rüberkommen. Dass wir ein bisschen Luxus erleben und dann fangen wir an, über Gott und die Welt zu sprechen. Und da schneiden wir uns 8 bis 12 Minuten, je nachdem, die schönsten 10 oder die besten 10 für YouTube raus. YouTube weiß ja, Entertainment. Richtig. Und dann, aber es gibt, die Gespräche sind so interessant, dass wir dann uns entschieden haben, dass wir dann die volle Länge als Podcast auf Spotify abspielen. Ja? Weil du kannst nicht so ein alleine die Geschichten, die du mir erzählt hast, das wäre unverschämt, das nur in 8 Minuten zu packen. Das ist ja sozusagen wie die härteste Sendung und härteste Schnitt im deutschen Fernsehen ist. Die härteste Sendung mit den härtesten Schnitten im deutschen Fernsehen ist? Die meiste Quote, jeden Tag. Kommt jeden Tag. Weißt du nicht? Boah, ich stehe echt gerade auf dem Schlauch. Also meine Show kann es nicht sein, aber die Jungs sind genauso hart im Schnitt. Nein, es ist tatsächlich 20 Uhr die Tagesshow. Du hast, ach so, du ja, hast logisch. Du hast den ganzen Tag geballte Informationen. Ja, es passiert so viel den ganzen Tag auf der ganzen Welt. Und du musst das Ganze kompakt in 13 Minuten packen. Und 2 Minuten hast du ja auch noch Wetter. Ja, richtig. Und das Ganze, dass der Zuschauer um 20.15 Uhr, sagen wir mal, 40%, 50% die wichtigsten Sachen auf der Welt erfährt. Das ist die härteste Sendung, die wir haben. Als du mir die Frage gerade so gestellt hast, weißt du, woran ich dachte? An was? Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Berlin Tag und Nacht oder so die harten Sendungen, nein, weißt du? Nein, hart meine ich mit... So mental hart. Nein, nicht mental hart, mit kompliziert. Es ist echt kompliziert. Du weißt ja selber, du bist länger als ich im Geschäft, das ist kompliziert. Was will der Zuschauer sehen? Was will der Zuschauer spüren? Was packe ich rein? Was nehme ich raus? Wie halte ich den Zuschauer? Das ist ja das Wichtigste. Das Lustige war ja, eigentlich müsste ich... Ich habe ja meine Fragen gehabt, okay? Ich habe mich auf Hamid auf eine ganz besondere Art und Weise vorbereitet. Der Punkt ist nur, du hast mich im Auto so mit Fragen getriggert, dass ich alleine schon denke, er sagte vor allem im Podcast, sagte Hamid heute, ja, ich weiß ja, du bist ja ein sehr, sehr schwieriger Mensch vor der Kamera. Und ich dachte, ey, ich bin doch der gechillteste überhaupt. So, jetzt denke ich, die Fragen, die ich aufgeschrieben habe, das ist Kinderkacke. So, mein lieber Freund, jetzt geht's los. War aber gut, dass ich das zuerst gemacht habe. Ja, finde ich, eigentlich strategisch gesehen unklug von dir. Ah, okay. Hätten wir zuerst mein Interview gemacht und dann hättest du was gesagt, dann könnte ich nicht dementsprechend die Sachen hinbiegen, sodass du danach möglicherweise hier heulend das Studio verlässt. Ja, okay.
So, okay. Erste Frage. Mhm. Wir bleiben trotzdem mal ein bisschen soft. Ja. Mein lieber Hamid, du bist ja der Premium-Auto-Luxus-Experte. Mhm. Auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ja, Österreich, Schweiz und Deutschland sowieso. Mhm. Bist bei einem der erfolgreichsten Autosendungen Grip, mhm, Moderator. Und hast diese Leidenschaft für diese Autos. Wie alt warst du eigentlich beim Entdecken deiner Leidenschaft? Wie alt ist man da gewesen, dass man sagt, boah, das ist das Ding, womit ich mich beschäftigen will? Die erste Frage über einen Ferrari habe ich meinen Opa gestellt. Das war 1985 oder 84. Weiß ich nicht mehr genau. Da habe ich meinen Opa gefragt. Da warst du 5? Ja, genau. Okay. Da habe ich meinen Opa gefragt, da waren wir noch im Iran. Mhm. Ich war erst 7, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und da habe ich meinen Opa echt gefragt, was bedeutet Ferrari? Ich habe mal in so einem Kinderspielzeugladen sowas gesehen und dann konnte ich noch nicht lesen, aber da war so ein Video dahinter, es war mitten im Krieg im Iran und dann war da so ein knallrotes Auto und dahinter war so ein, lief eine Kassette und dann haben sie immer über Ferrari gesprochen. Ich habe meinen Opa immer Babai genannt. Mhm. Ich so, Babai, was bedeutet denn Ferrari? Und dann meinte der zu mir, O-Ton, Ferrari ist nur was für Verbrecher. Okay. Weil Ferrari, Farori, bedeutet auf Iranisch, auf Farsi, Flucht. Ach. Deswegen. Und dann meinte er, Farori hat er A genommen, ne? Mhm. Und hat gesagt, das ist was für Verbrecher, die sind nur auf der Flucht. Weißt du, was ich meine? Ferrari. Das war krass. Geil. Das war krass. Aber so zum ersten Mal, ich bin ja eigentlich mit Oldtimer groß geworden, dank meinem Vater auch, weil er echt ein leidenschaftlicher Oldtimer-Fahrer war. Mein allererstes Auto, was ich mir dann selber gekauft habe, war damals im Oldtimer-Segment, war ein Volvo Amazon. Ein Volvo Amazon? Amazon, genau. Zweitürer, ein B20-Motor. Es gab zwei Motorisierungen, B18, B20-Motor. Und dann habe ich das Auto einfach abgeholt. Der meinte, das Auto läuft nicht, aber Karussell ist in Ordnung. Dann bin ich hingefahren, Norderstedt, habe das Auto abgeholt. Und dann kam ich so zum ersten Mal in Berührung und dann haben wir das Auto fertig gemacht. Dann habe ich gemerkt, ey, du kannst damit Geld verdienen. Und so fing die ganze Geschichte an. Was hast du für das Auto bezahlt? Ich glaube, ich habe für das Auto damals irgendwas bezahlt zwischen 7.000 bis 9.000 Euro. Und als welches Jahr war das, wenn ich fragen darf? Das war 2000. Für 7.000 bis 7.000? Genau, 5.000 bis 7.000 Euro habe ich es gekauft. Und für wie viel verkauft? Und dann haben wir das Auto fertig gemacht mit meinem Vater zusammen. Und dann haben wir haben es inseriert. Damals fing ja so ganz langsam so an mit Internet. Wir haben es ja noch in Zeitungen annonciert. Avis, kennst du ja, noch Avis? Ja, klar. Jeden Donnerstag, glaube genau, ich. Genau, Donnerstag. Mittwoch und Samstags. Irgendwie sowas. Oder irgendwie so, zweimal in der Woche auf jeden Fall. Kann auch Mittwoch und Samstag sein. Da hatten sie so eine Hotline, da hast du angerufen und dann ja Anzeige aufgeben und dann hast du angefangen. Volvo, Amazon und hast natürlich angefangen, so wenig wie möglich zahlen, weil das hat ja Geld gekostet. Das hat, ich glaube, pro Buchstabe hat es immer was gekostet, pro oder? Zeile. Pro Zeile? Pro Zeile musstest du zahlen, soweit ich das noch weiß. Volvo, Amazon, viel Information in einen kleinen Satz packen. Ja, das reimt sich sogar. Genau, genau. Und so fing es an. Und dann haben wir das Auto fertig gemacht. Und dann haben wir es irgendwie für 14, 15 verkauft. Und dann ging es weiter mit Käfer. Dann ging es weiter mit Volvo Cinquecento. Und dann war ich auf einmal... Welchen Cinquecento? Du meinst Fiat? Fiat. Cinquecento. Volvo Cinquecento gesagt? Nee, Fiat Cinquecento, Entschuldigung. Fiat Cinquecento. Und dann kam auf einmal... Von 0 auf 100 Luxus. Und mitten in der Wirtschaftskrise 2008. Aber von 0 auf 100, wie geht denn das? Also ich meine, irgendwas muss ja passieren. Irgendwas muss ja dein Leben in dem Moment... Also ich hab ja damals die Firma gegründet, Continental Cars. Mhm. Und da hatte ich ja einen Partner, Fußballspieler, ehemaliger Profispieler, der damals auch für HSV gespielt hat. Und eigentlich wollten wir daraus so ein Oldtimer-Laden. Also ich bin dann mal nach Amerika geflogen, habe Autos gekauft, wir haben die importiert und haben die verkauft. Und dann kam der erste Fußballer. Also mehr so Ami-Schlitten? Nee. Europäische Autos, aber aus Amerika, weil die halt von Karosse her viel besser sind. Wenn du aus Kalifornien so ein Auto holst, so ein Porsche 911er holst, ist er zu 90% rostfrei und ungeschweißt, weil er sehr trocken ist. Aber wenn du das Auto dann Amerika, wenn du das in New York an der Ostküste holst und der hat direkt am Wasser gewohnt, dann hast du natürlich Rost pur. Aber es gibt so Nevada, Südkalifornien, sind ja bekannt die Autos, dass die nicht rosten. Und Technik kriegst du ja immer hin. Karosse ist immer schön, wenn du sagst, es ist original. Okay. Na? Und ja, und dann kam auf einmal der erste Fußballer und meinte, du, ich suche einen Ferrari. Okay, Ferrari, hab ich da so ein bisschen. Mhm. Da kam der zweite Fußballer und wollte einen Aston Martin DB9.
Dein Lied haben wir eben gehabt. Aston Martin macht genau, das bei mir. Genau. Tschüss hier drinne. So, und dann ging es weiter. Bei Hamid erzählt, beim Podcast. Genau. Und dann ging es weiter und dann war ich auf einmal mittendrin. Dann haben wir ganz schnell gemerkt, Oldtimer-Schiene wird immer schwieriger, weil die Ansichten anders sind. Du hast einen Oldtimer stehen und hast drei Kunden und die haben drei verschiedene Meinungen. Der eine sagt, die Lackierung ist perfekt. Der andere sagt, die Lackierung ist grottenschlecht. Mhm. Und der dritte sagt, ja, ich kann damit leben. Okay. Okay? Und dann beschreib mal so ein Auto. Aus deiner Sicht. Ne? Muss es eigentlich immer schlechter beschreiben, als es ist, um nicht angreifbar zu sein. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass... Immer tief stapeln, dann kann man nach oben mehr aufbauen. Genau. Und dann haben wir dann schnell gemerkt, dass wir dann gesagt haben, okay, komm, wir bleiben jetzt im Sportwagensegment, wir gehen in die Luxusschiene, es sind neue Autos, Garantie, haben wir keinen Stress und dann waren wir in Luxuswelt. Sag mal, Luxus, ne? Mhm. Weil dein Name als Experte ist ja immer in Verbindung mit Luxus. Mhm, mh. Vor allem jetzt, sagst du ja selber, vor allem mit und nach der Wirtschaftskrise, dann durch die Shows, durch deine Möglichkeiten, dass du Luxusautos verkaufst. Ist Luxus immer so ein Ding gewesen, was dich befriedigt? Oder warum Luxus? Nein, null. Luxus ist, also ich beziehe eigentlich Luxus, ist eigentlich nur auf Autos bezogen. Ich bin ja, guck mal, ich habe nichts Luxuriöses an. Ich habe keine fette Uhr. Hast du keine Rolling? Nein, ich habe keine AP? Nein. Gott, bist du eine arme Wurst. Da bin ich nicht. Ich brauche es nicht. Ich habe mein Armband. Das ist mir tausendmal wichtiger und luxuriöser als alles andere. Das hat meine Mutter mir 1999 geschenkt. Ist ein Gebet drauf graviert. Darf ich fragen, welches Gebet? Das ist aus dem Koran. Ayatollah Kursi heißt das. Kennst du das? Mm-mm. Das ist, jetzt gesagt, 100 Engel schützen dich jeden Tag. So, habe ich immer bei mir, habe ich sogar einmal flicken lassen, guck mal. Ah, siehst du das? Ja. Das ist für mich, ich beziehe Luxus nur auf Autos, das ist für mich wichtig. In meinem Privatleben, natürlich leben wir auf eine Art und Weise luxuriös. Es ist ja schon Luxus, wenn du am Abend keinen Hunger hast. Ist das schon Luxus? Bei mir ehrlich gesagt nicht. Also findest ich esse jeden Abend Hummer. Okay. Das ist aber nicht die Definition von Luxus. Nein. Luxus kannst du, es ist in verschiedenen Sparten, ist Luxus. Luxus bedeutet schon... Luxus ist sogar heutzutage, finde ich, wenn du dir ein Auto schon leisten kannst, ist das schon Luxus. Und wir reden von einem normalen Wagen, wirklich. Absolut. Ist so. Also die Umstände sind ja so schwierig geworden. Absolut. Wenn du dir so ein Mini leisten kannst, ist auch schon Luxus. Absolut. Ja, das andere ist ja schon Überluxus. Wenn man die Preise sich inzwischen anschaut. Das meine ich damit, weißt du? Also ich meine ein Golf R... kostet inzwischen 80.000 Euro. Ich muss das kurz erwähnen. Ja? Nur als Vergleich, liebe Freunde. Ich weiß, ich darf das nicht machen, aber ich mache es mal. Das sind 160.000 Mark. Für 160.000 Mark hast du ein Ferrari plus ein Drittel von einem neuen bekommen. Kommt doch ungefähr hin. Was hat ein Ferrari also in den 90er? 100.000? 120? 120.000 ne? Testarossa gekostet, ja. Überleg mal, Wahnsinn. Du hättest anderthalb Ferrari für einen Golf R bekommen. Unglaublich. Und das soll ein Volkswagen sein? Volkswagen ist schon lange nicht mehr. Volkswagen ist es schon lange nicht mehr. Ein Caddy kostet ja schon 30. Verstehst du, was ich meine? Das ist so. Aber nochmal, um zurückzukommen auf Luxus. Ja, ich habe nur Luxus um mir herum. Ich habe das große Glück, dass ich die geilsten Autos der Welt testen kann, prüfen kann und auch selber in meinem Besitz hier und da habe und auch mal selber spüren kann. Wie viele Autos hast du denn eigentlich in einer Garage? Ich habe aktuell... Da muss aber ganz schön nachdenken, ne? Merkt ihr, ne? Ja, mein Vater hasst mich dafür. Wenn er jetzt das sieht, dann fängt er jetzt schon an zu schimpfen, weil die stehen alle bei ihm. Ach so. Ich dachte, jetzt würde jetzt... dein Großvater, lebt er noch? Nein, leider nicht. Ach so. Leider Gott nicht. Hab ihm selig. Dann wäre ich gesagt, der hätte jetzt gesagt, Vorlori. Ja, genau. Der genau. Vorlori. Ich hab 14. Nicht jetzt so du hast 14? 14 Autos aktuell. Ja. 14? Ich hatte zu meinen Hochzeiten um die 30. Pass auf. Nimm es mir nicht übel, okay? Diggi, du setzt dich hier hin, erzählst mir von, ich lebe doch eigentlich ganz normal und rede, Premium, Luxus ist nicht so mein Ding. Und wenn ich dir dann die Frage stelle, hast du genauso viele Autos in der Garage wie Cristiano Ronaldo, Alter. Und dann erzählst du mir was von, ich bin nichts von Luxus ja, oder so. Cristiano Ronaldo hat, glaube ich, eine 0, 2 Nullen Minimum in seine Sammlung. Ja, nein, was ist das teuerste Auto, was du drin hast?
sagst es ja jetzt, zurzeit sind die Preise echt hoch. Ist es der, den wir schon gefahren sind? Kann man nicht sagen, weil der gehört ja im Moment, aufgrund dessen, dass es ihn nicht mehr gibt, kann man glaube ich sagen, ist ja die G-Klasse, wird ja nicht mehr produziert. Das Ding geht ja gerade durch die Decke, preislich. Die liegen jetzt ungefähr bei zwischen 250 bis 300.000 Euro. Krass, ne? Das ist krass. Und Neupreis ist 180. Das heißt, wenn du Glück hattest und du hattest in dem Moment einen neuen bekommen, bist rausgefahren und das Ding war schon 300.000 Euro wert. Hast einen Hunderter auf jeden Fall gehabt. Hunderter hast du auf jeden Fall safe. Hammer. Das teuerste Auto, was ich in meiner Sammlung habe, kostet tatsächlich gerade jetzt 500.000 Euro. Lambo? Ferrari Pista. Ferrari 488 Pista, ein Ferrari. Okay, den kenne ich nicht. Ja, können wir mal einblenden. Schicke ich euch ein Foto, könnt ihr einblenden. Wenn da bin ich ja mal gespannt. Ferrari Pista. Das ist die letzte, also letzte Leichtbauversion als Verbrenner. Also der letzte echte Ferrari Leichtbauversion. Sag mal, blöde Frage, ne? Die Autos, die so bei dir in der Garage, das hängt gerade dran fest, ne? Wenn man diese 14 Autos hat, kann man da überhaupt nur ruhig schlafen? Ich hätte Angst, keine Ahnung, wird eingebrochen, weiß ich nicht, wird abgefackelt, whatever. Ich würde gar nicht mehr schlafen können. Ja. Weißt du, ich fühle mich ja richtig scheiße, weil ich mit meinen 25 Rollies zu Hause, hast weißt du, ja, ich kann echt nicht schlafen, ne? Hast du echt 25? Ja. Alter Schwede. Der Digi kostet 20 Euro. Komm. Wie kostet 20 Euro? Ja, in Antalya. Was denkst du, wie das sonst funktioniert? Hauptsache dicke Hose. Weißt du, das drumherum stimmt? Ich habe dann extra solche Dinger geholt. Kennst du diese Bewegung? Ich glaube dir zwar nicht, aber bei dir wird man ja nie denken, dass das ein Fake ist. Ja, das ist ja wenn das Cristiano Geile. Ronaldo, wir kommen wieder auf Cristiano Ronaldo, komm. Oder Messi oder keine Ahnung, egal wer, der könnte ein Fake Louis Vuitton haben, der könnte Fake Gucci haben, der würde könnte alles Fake haben, würde jeder denken, oh mein Gott. Richtig. Weißt du? Richtig. Das ist einfach. Und weißt du, was das Geile ist, wenn du irgendwann Fame bist? Ja. Das Geile ist, wenn man dir sogar unterstellen würde, dass es Fälschung ist, könntest du sagen, ist eine Louis Vuitton Spezialanfertigung, nur für mich. Genau. Ein Unikat. Okay. Ja, dann wird und schon kostet das Ding schon wieder 20.000. Genau. Packst du Mickey Mouse drauf und dann sagst du, das ist ein One of One. So sieht's aus. Ich merke aber, also ich glaube, ich habe den Sinn verstanden von deinem Lebensstil. Ja? Mhm. Du sagst ja, meine einzige Passion, mein einziger Luxus, das sind die Autos. Ja, ich brauche keine teure Uhr, ich brauche keine teuren Schuhe. Du hast, würde ich erst mal sagen, also ganz normale Sneaker. Ganz normale Sneakers, genau. Ja, sind auch so wahrscheinlich Limited Edition, kosten 3.500 Euro. Ja, kennt ihr diese Sneaker-Sammler? Bei denen, die es am unauffälligsten sind, sind das die teuersten am Ende des Tages. Warte mal, was sind das denn für Sneaker überhaupt? Das sind die, ich achte nie auf Marke. Ja, die haben 200 gekostet. 199 Euro gekostet, exakt. Ich kenne die Marke noch nicht mal. Baba, die gibt's bei uns auf dem Passat, ja? Kannst du heute Abend mitnehmen. 42, ich habe Schuhgröße 42. Okay, mache ich. Okay. Aber ich verstehe zumindest deinen Ansatz von Luxus, ja, dass du sagst, okay, es sind nur die Autos. Aber nichtsdestotrotz umgibt man sich doch irgendwann auch ein bisschen von dieser Luxus-Bubble und muss sich ja auch dem anpassen. Du kannst ja auch schlecht aus seinem Auto aussteigen oder auch als Moderator, als Entertainer so tun und sagen, ja, Autos ist mein einziges Laster. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Du umgibst dich ja bewusst damit, weil du es am Ende ja gar nicht mal so schlecht findest. Nein, natürlich nicht. Ich fühle mich schon wohl in meiner Rolle. Aber es gibt natürlich Luxusautohändler, inzwischen ja relativ viele. Als ich angefangen habe, gab es vielleicht nur 15 in Deutschland. Inzwischen gibt es, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 1.500. Okay? Die sind der Meinung, die müssen fette Gucci-Pullis tragen, wo man überall nur Gucci sieht. Die sind der Meinung, die müssen heftigste Sakkos tragen, hin und her. Bei mir ist es völlig egal, wo ich bin. Du siehst ja, ich bin jetzt auch bei dir. Ich bin genauso angezogen, als wenn ich jetzt eine Grippsendung hätte. Und ich würde jetzt auch, wenn eine Filmpremiere wäre, wäre ich genauso hingegangen. Für mich ist es so. Du weißt schon, dass du gerade lügst, ne? Nein, echt, jetzt ohne Scherz. Sicher? 100%. Ich kenne eine Ausgabe von Grip, da hattest du einen Anzug an. Nein. So einen richtigen Blick. Anzug? Na klar. Überleg mal ganz genau, mein Lieber. Ich kann das auch zeigen. Boah, da erwischst du mich. Ich habe einen Anzug angehabt bei Grip. Nein, habe ich nicht. 100%. Anzug, richtig, Anzug. Stoffhose, Sakko. Ja, und zwar war das eine Challenge oder ein Quiz mit den anderen Grip-Moderatoren. Da fährt eine G-Klasse, so dieser Pickup-G-Klasse. Und dann stellst du den Frage, ratet mal, was dieses Auto kostet. Ach, das war unser Challenge. Ja, 15 Jahre Grip, kann ich dir genau erzählen. Was hast du angehabt? Ich habe einen Sakko angehabt und ein Chino. Ja, Alter, gut.
Bedo, du bist und bleibst ein Profi. Du bist und bleibst ein Profi. Respekt, Respekt. Aber das kann und dann ich sagst du, ich bin nein, hart. Nein, ich bin gar nicht hart. Ich nenne nur die Fakten. Nein, du hattest einen Anzug an. Ich erkläre dir. Ja, bitte, ich ich bin da hingegangen, tatsächlich. Es war irre warm. Nein, es war irre warm. Jeder Moderator, jeder feste Moderator hatte eine Sparte, was auf ihn zugeschnitten war, wegen 15 Jahre Grip. Und ich bin da hingegangen und der Moderator, der an dem Tag dran war, der musste schon um 8 Uhr da sein. Die anderen Moderatoren sind um 11 Uhr nachgekommen. Die wussten ja alle nicht, was der eine Moderator für den anderen vorbereitet hat. Das haben wir alles geheim gehalten. Das war auch sehr wichtig. Das war ja auch dann die größte Blamage für mich bei Cindy's wegen Kartfahren. Aber davon mal abgesehen. Ich komme an, es war irre warm an dem Tag. Ich hatte nur ein Poloshirt an und meine Chino. Und dann komme ich da an und geil, Studio vorbereitet und so weiter. Dann gucke ich die Autos. Den Bugatti habe ich selber besorgt, weil ich wollte unbedingt den Bugatti Veyron dabei haben. Und da waren Brabus und ein Rolls-Royce noch. Und dann mussten sie eine Blindverkostung machen, da habe ich Fragen gestellt und so weiter. 5 Minuten, bevor die Kameras angehen, kommt der Redakteur und drückt mir dieses Sakko und ich hatte sogar eine Fliege, glaube ich. Kann sein. Aber ziemlich bunter. Gold, richtig Gold. Ja. Ne? Habe ich angezogen und ich so, Jungs, muss das sein und so weiter. Die haben gesagt, das muss sein, weil Matthias, mein lieber Kollege, Qualmedi, er hat auch was, für ihn haben wir auch was vorbereitet. Dann habe ich es gemacht, weil das für die Show wichtig war. Aber ich wäre nie selber so dahin gegangen. Ich ziehe doch sowas nicht an. Ich wollte es nur mal. Ich weiß, hast du super geil gemacht. Aber diese Luxusschiene, um darauf zurückzukommen und auch diese, wie ich mich anziehe und so weiter. Für mich ist das Produkt wichtig und mein Produkt, womit ich handle, wovon ich lebe, wo ich reingewachsen bin, sind Luxusautos. Und die Aufmerksamkeit muss auf dieses Auto gehen, nicht auf mich als Verkäufer. Du, Premium-Auto und Luxury-Autos bedeuten aber auch, dass sie natürlich viel schlucken. Klar. Tankst du eigentlich mit deinem schlechten Gewissen, dass du weißt, dass andere vielleicht nicht voll tanken können? Oh. Ich frage ja nur. Ich will auf eine Sache hinaus, ich werde es dir gleich sagen, aber danach, wenn du die Antwort gegeben hast. Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen? Also es gab ja eine Zeit, vor kurzem hat meine G-Klasse nimmt 100 Liter. Und da muss ja immer V-Power rein oder Ultimate. Und da habe ich gleich das Beste und das Teuerste. Ja, musste. Ja, ich sag musste. Gar nichts. Und dann ich tanke immer Diesel, scheißegal was für ein Auto. Aber Diesel ist gerade teuer. Ja, ist schon auch wieder teurer als Benzin. Aber dann hatte ich teilweise 280, 290 Euro auf der Uhr. Das war schon krass. Da habe ich schon echt so, da, ehrlich gesagt, habe ich nicht daran gedacht, dass manche Leute nicht voll tanken können. Ich habe nur gedacht, wie krank die Welt ist. Und dann fährst du 400 Kilometer und musst nochmal tanken. Wie krank ist es? Dafür kriegst du inzwischen einen Flug Hamburg-München hin und zurück. Was ich jetzt tanke und 400 Kilometer ist ja ruckzuck, ja, klar. Dann ist ja mein Tank wieder leer. Das ist es. Aber darüber muss ich ehrlich gesagt, muss ich passen? Nein, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber ich behaupte, dein schlechtes Gewissen, und ich glaube dir sogar, dass du ein schlechtes Gewissen hast und denkst, ey, was geht gerade mit der Welt ab, ist nichts gegen eine Aussage, die seit der Krise bei mir irgendwie mega eingebrannt hat. Und zwar dieses berüchtigte Interview mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Kennst du das noch? Da wurde er, das war bei einem Vier-Buchstaben-TV-Zeitung oder auch wie auch immer. Ah, okay. Und da wurde die Frage gestellt, wie es denn ist mit, wie es ist mit dem Tanken, ob er an die Tanke geht. Yeah. Und da lautete sein Auto, ach wissen Sie, ich verdiene so viel Geld, ich mache mir da ja, gar keine klar, Sorgen. Ich das. Ja, klar, ich dagegen klar. Ist deine Aussage ja. Nichts. Ja, 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 mit Verlaub, ohne dir despektierlich gegenüber zu sein. Verstehe. Aber dann ist deines wirklich emotional auf einer höheren Ebene. Als Herr Bundeskanzler sagt, und mit dem Lächeln, hey, das Ding geht mir nicht aus dem Kopf seitdem. Ja, ne? Das und dann lacht er und sagt, ja, wissen Sie, ich verdiene so viel Geld, ist mir egal. Ja. Ich sage, ja, danke, schön, dass wir ihr Geld haben. Gerade sein Panzerauto, ne? der braucht 20 Liter mehr als mein Auto. Verstehst du? Ja. Und auch nur so ein Koloss, der da durch die Gegend fährt. Stimmt. Aber weißt du, was mein Trick ist? Was denn? Ich habe eine Sache gelernt und das seitdem ich mit 18 meinen Führerschein gemacht habe. Okay. Ich habe gelernt, immer für 20 Euro zu tanken. Warum? Ja, weil das einfacher ist. Das gibt einem immer das Gefühl, das Benzin ist nicht teurer geworden. Verstehst du? Psychologie. Es geht nur um Psychologie. Aber 20, wenn du heute 20 Euro zahlst, ist ja nichts.
Das ist ja egal. Was fährst du denn überhaupt für ein Auto? Ich fahre ja kein Auto. Ich fahr ein Elektrofahrrad. Da kannst du ja nicht mehr 20 Euro tanken. Nein, ich fahre... Da müssen wir aber nochmal drüber sprechen, wenn gleich die Kamera ist. Ich muss sagen, ich fahre ein Hybrid aktuell. Okay. Also Elektro und Benziner. Bringt nichts. Soll ich mich noch mehr aufregen? Erzähl. Wir haben ja schon bei dir angefangen. Aber ich will deine Meinung gleich zu Elektrowagen hören. Oh ja. Ja, komm. Da will ich mal von einem Menschen, der definitiv in seiner Ader Benzin hat. Atmen wir mal kurz durch und dann will ich deine Meinung zu Elektro hören. Ja. Aber ich denke ja in diesem Falle alleine der Hybrid ist ja für mich, Verarschung. Mhm. Ja? So, das Geile ist am Hybriden, du hast ein E-Kennzeichen, darfst 3 Stunden für lau parken, darfst Bushaltestelle nutzen, aber ich habe mal ausgerechnet. Aber noch ein Riesenvorteil, warum die Leute sich das geholt haben, gerade die Vertreter. Du meinst die 9.000 Euro Zuschuss, den wir bekommen das haben, oder und was? Nur anstatt 1% Versteuerung nur 0,25. 0,25 war Vollelektro, Hybrid 0,5. Ja, aber das ist gar nicht der Punkt. Meine Kritik ist ja folgendermaßen. Warum sollte ich mir einen Hybrid holen, wenn die Energiepreise so gestiegen sind, dass der Volltank meiner Hybridbox, die ja noch nicht mal laut Händlerangabe 55 Kilometer sind, ich schaffe nicht mal 40, 39 Kilometer habe ich, glaube ich, das Höchste, was ich... Und ich fahre wirklich durch die Stadt 50, okay. Ja, 40, 40 Kilometer glatt. Aber hast du Heizung an oder aus? Digga, ich habe Fenster auf, damit der Wagen leichter wird. Ich habe extra abgenommen. Nein, Heizung, das war die falsch. Die Jungs müssen den Wagen extra schieben, ja, genau. Und sitzen nicht im Deswegen Auto. Deswegen ist so leise immer, ne? Ja, genau. Die sitzen im Auto und schieben auch noch, weißt du, damit die Reibung halt nicht so fest ist. Genau. Aber ich will noch eine Sache hinaus. Am Ende des Tages kostet mich das Aufladen dieser Batterie mehr im Verhältnis pro 10 Kilometer, also 100 Kilometer, Ticken mehr, als wenn ich tanke. Ja. Das macht doch keinen Sinn. Nee, das macht doch keinen Sinn. Deswegen ist das ja überhaupt, die Geschichte Hybrid, die geht ja gar nicht auf. Aber inzwischen ist ja Elektrofahrzeug, Elektromobilität eine politische Frage geworden, erstens. Mhm. Und zweitens ist das so eine Frage, entweder du magst es oder du hast es. Es gibt nichts dazwischen. Und du merkst auch richtig die Verbrennerschiene und die Elektroschiene. Ich habe mit Elektromobilität zum ersten Mal jetzt zu tun gehabt in Denver. Da haben wir den neuen EQ-SUV getestet für Mercedes mit Grip. Habe zum ersten Mal 3 Tage am Stück ein rein elektrisches Auto gehabt. Ich finde den schon nice. Also optisch. Der ist schick. Der optisch. Ist schick. Der hat aber Optik sagt nicht alles, ne? Irre Platz. Die Technik ist auch super. Das hat Mercedes alles super hingekriegt. Mit einem Wort? Das Auto ist stimmig. Das Auto ist definitiv stimmig. Aber ich habe es in Denver probiert. Ist das ein Nachteil? Das ist ein Riesenvorteil. Das Ach so. Heißt, das heißt, du hast da en masse Ladestellen. Ach so, weil die viel besser... Okay, verstanden. Und okay. Die Schnellladestellen sind von Parkfläche her doppelt so groß wie in Deutschland. Weil das ja Amerika ist. Es ist ja alles überdimensional. Ich habe mal in Deutschland den ID-Bus gehabt von VW, was ich auch mega cool, witzig finde. Finde ich auch mega cool. Da hatte ich mal eine aber Woche Aber komisch, als ne? Test. Wir sind so irgendwie keine großen Fans von Elektro, aber finden die Dinger gar nicht mehr nein, so nein, schlecht. Nein, aber da komme ich jetzt zu. Mit den ID-Bus ist ein schönes Auto, ist ein witziges Auto, aber danach war meine Batterie alle und ich musste es laden. Es waren freie Stellen da, aber das Auto war zu groß. Ich konnte nicht in diese Parkbucht rein. Ach, das auch noch. Ja, das stimmt, kommt noch das dazu. Das muss ja auch noch das kommt ja noch dazu. Klar. So, und ich finde Elektromobilität... Aber dann würden genau diese Umweltfreunde kommen, die sagen, ja, dann kauf doch mal kleinere Elektros. Muss ja nicht immer so ein übergroßer sein. Ja gut, aber wenn ich eine große Familie habe, brauche ich einen Bus. Ja, dann mach doch mal eine kleine Familie. Warum willst du eine große Familie? weil ich liebe es, Kinder zu haben, Mensch. Das ist aber ja es so. Gibt immer genug Gegenargumente. Ja, natürlich, also, es gibt immer, du hast immer Pro und Contra. Aber die werden mich eines Tages echt, die werden hier an meiner Fenster, ich schwöre es dir, es kommt der Tag, da kommt die letzte Generation und klebt sich an mein Fenster. Ey. Ja, das kann sein. Und zwar von außen. Wie Spider-Man. Das bitte viral gehen lassen, dieses Video fand ich gerade lustig. Ja, okay, sorry. Nein, ja. Aber Elektromobilität ist und ist noch nicht für mich so durchdacht, dass ich sagen kann, das ist echt die Zukunft. Mhm. Da brauchen wir noch lange. Wir brauchen noch lange. Wir sehen ja jetzt schon, wie die Akkus sich entwickelt haben. Alleine was unsere Handys betrifft. Ich meine, die Handys werden immer dünner, immer schmaler. Wir packen so viel Volumen rauf. Es hat 1000 Funktionen, Foto hier, Foto da und so weiter, Apps und so weiter. Und mein Akku, wenn dein Handy neu ist, im ersten Jahr hält 3 Tage.
Und es ist so ein Akku. Das ist immer am ersten Tag, mein Lieber. Das Problem zeigt die Zeit. Genau so ist es. Und irgendwann musst du am Tag 4-mal aufladen. Genau. Und ich beim Fahrzeugen ist es genauso. Die ersten Teslas, die auf den Markt gekommen sind, werden inzwischen jetzt 10, 11, 12 Jahre alt. Mhm. Haben 100, 120, 130.000 Kilometer. Und jetzt müssen wir 10 Jahre weiterdenken. Die werden 20 Jahre alt. Und es gibt Familien, die können sich keine neuen Autos leisten. Ach so. Die holen sich ein 13, 14, 15, 16 Jahre altes Auto. Und dann müssen sie sich ein Elektroauto holen. Und dann holen sie sich ein Elektroauto und mit ganz klar, mein Akku hat nicht mehr die 100%ige Leistung, die es mal hatte. Meinst du, die argumentieren, die Industrie oder diese Menschen, die dieses Segment forcieren, argumentieren anders? Ja, klar. Sagen die, das funktioniert immer 100%? Nein, das ist... Aber dafür brauche ich ja noch nicht mal ein IQ, um das zu sehen. Nein, das ist ja technisch gar nicht umsetzbar. Aber ich finde, es muss so durchdacht sein, dass du Akkus auf ein Niveau bringen kannst, was locker 30 Jahre, bis es ein Oldtimer wird, bis es ein H-Kennzeichen bekommt, dass dein Akku volle Ladung erzielen kann. Das ist das Wichtigste, weil dann fährst du mit deiner Familie von Hamburg nach München und willst in München Urlaub machen, in die Berge fahren oder sowas und dann musst du anstatt 3-mal anhalten, 7-mal anhalten, weil dein Akku irgendwie nach 60% aufhört zu laden und weil dein Akku viel schneller den Geist aufgibt. Und da sind wir noch lange nicht so. Und der Verbrenner, wir müssen anders denken. Ich bin der Meinung, unsere Zukunft sind E-Fuels, kein Elektro und dabei bleibe ich auch. Es gab mal, ich meine das vor ein paar Tagen mal gelesen haben, entweder gibt es das Ding oder es ist patentiert oder das Konstrukt oder die Idee gibt es. Und zwar gibt es wohl Möglichkeit irgendwo auf der Welt, du kannst diese Akkus austauschen. Mhm. Das ist, ich glaube, eine asiatische Marke, ne? Ne? Ja, genau, eine asiatische Marke hat das Idee gebracht. Die Idee finde ich nicht schlecht, ja. Weil du würdest ja immer dafür sorgen, dass du zumindest immer 100%ige Akkus hast. Genau. Das heißt, du fährst quasi wie... Pitstop. Ja, so wie ein Pitstop. Genau. Du gehst rein, die sind genormt, genau, Akku raus, Akku rein, fahr nochmal 600 Kilometer, das Ding ist schon vollgeladen. Genau. Das ist geil. Das ist die Zukunft. Großer Haken? Aber zurzeit ist es nur auf eine Marke. Aber wir müssen das ja generell hinbekommen. Aber der Haken ist, so eine Batterie, jedes Auto so ein Akku, will sein eigenes Ding haben. Nein. So ein Akku bedeutet auch, es ist ein Gesamtkonstrukt von so einem Auto. Akku muss ja verteilt werden, vom Gewicht her auch. Mhm. Und du kannst nicht einen Akku, was du in einem Smart hast, runternehmen und das dann in ein EQ-SUV reinpacken. Das geht doch gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Okay, verstanden. Und wenn wir da hinkommen, dass wir sagen, wir haben ein Patent für alle Elektroautos, dann macht das auch Sinn. Aber jetzt zur Zeit ist es nur markengebunden. Okay. No? Meine letzten zwei, drei Fragen, so mal ein paar für Autos, Autofanatiker, so wie du es bist. Sag mal, du hast doch mal deinen Lappen abgegeben, ne? Oft hast du eigentlich in deinem Leben deinen Lappen abgegeben? Zweimal. Warum eigentlich? Zweimal wegen... Zu schnell fahren. Wie viel drüber warst du? Und wo? Beim ersten Mal war es tatsächlich auf den Elbbrücken mit einem Ferrari Testarossa. Diggi, wenn du mir jetzt auch noch sagst, dass das der Festblitzer ist. Nein. Das war nicht Richtung Norden, sondern Richtung Süden. Okay. Da hatten sie einen mobilen Blitzer. Okay. Und dann ist 60, damals war 60. 60 immer ich glaube jetzt immer 60. noch. Okay, 60. Und ich bin dann 90 oder 95 gefahren. Oh yeah. Dann war 4 Wochen mein Führerschein weg. Aber versuch mal mit einem Testarossa 12-Zylinder 60 zu fahren. Das geht gar nicht. Nö. Ich krieg's nicht hin, du auch nicht. Da bist du in Gang 2 und dann ist dein Auto so hochtourig. Und beim zweiten Mal bin ich mit einem Ford Puma mit einem Mietwagen mit ca. 70 zu schnell auf der Autobahn erwischt. Aber es war 130, es war keine Baustelle, nicht 70. Okay. Da habe ich ja auch noch mal 4 Wochen abgegeben. Ich würde ja gerne wissen, was macht ein Auto nah in diesen 4 Wochen? Das war Horror. Ist das wie Entzug, Drogen? Das ist ich meine, du weißt nicht, wie es ist auf Alkoholentzug, aber sowas in der Art. Nein, auch Drogen weiß ich nicht. Nein. Okay, ich wollte dir das nicht unterstellen. Nein, aber es ist tatsächlich so, es ist eigentlich für dich ganz normal, du packst alles ein, gehst in die Garage und sagst, Scheiße, ich darf ja nicht fahren. Ja. Fuck. Und dann guckst du, wer kann dich fahren? Da kann keiner, weil die auch alle beschäftigt sind. Und ich glaube, plus meine Strafe, die ich jetzt letztens bezahlen musste, knapp 1.000 Euro, weil die mir vorsätzlich vorgeworfen haben, habe ich bestimmt noch 1.000 Euro Taxi bezahlt. Boah. Überall.
Was machst du? Taxi-App. Bist du irgendwie einfach vor die Tür und hast dein Auto gestreichelt in der Zeit? Oh, ich hab mein Auto gar nicht mehr angeschaut, weil das würde mir wehtun. Das würde mir wehtun. Und die ganze Zeit so abhängig. Und ich habe es kurz vor Weihnachten abgegeben. Dann waren wir über Silvester weg. Da sind wir in München gelandet und mussten dann nach Österreich fahren. Ich so, ja, wer fährt denn uns? Dann habe ich echt im Hotel angerufen, ob die uns abholen können vom Flughafen. Dann haben sie einen Shuttle dahin geschickt und dann sitzt sie da hinten. Und egal wie, ich bin kein schlechter Beifahrer, ne? Aber da sitzt der hinten, dann bremst der zu doll, dann macht er das. Ich bin immer selber am Steuer. Egal wie erfolgreich ich werde, ich werde immer meine Autos selber fahren. Finde ich eine gute Einstellung. Immer. Ich werde mich nie hinten rechts reinsetzen. Das werde ich nicht machen. Es gibt einen Kollegen aus meinem Team, der immer sagt, du hast es geschafft, wenn du hinten rechts sitzt. Ach, nein. Dann hast du es. Das ist doch die Emotion. Die Emotion ist doch ein Lenkrad. Ich sage auch, das sagen die Knastbrüder hinten, wenn sie bei der Polizei sitzen, nicht, wenn ich hinten sitze. Ich glaube, die sitzen da noch nicht alleine, ne? Ja, genau. die Zeit rennt. Deshalb zwei kurze Fragen mit kurzen, knackigen Antworten. Mhm. Punkt Nummer eins ist, was hält ein Autofanatiker von Geschwindigkeitskontrolle, Autobahn, Begrenzung? Ja. Gar nichts. Also freie Fahrt für freie Bürger? Also nimmt uns das jetzt auch nicht weg. Wir Autofahrer haben schon fast gar keine Straßen mehr. Die Fahrradstraßen kann man schon nennen. Ja, ist so. Werden immer breiter, Genau. Und jetzt bitte nimmt uns das auch nicht weg. Letzte Frage. Was war die Höchstgeschwindigkeit, die du legal ohne Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn gemacht hast? 361. 361 km/h. Mit einem Bugatti Chiron Sport. Das Höchste, was ich mal geschafft habe, und das zum Finale, war mit einem Aston Martin. Okay. Und zwar, wie heißt denn dieser kleine Aston Martin? Vanquish. Genau. Mhm. Aston Martin Vanquish 293. Schön. Und da war so viel Luft, Kollege zu meiner Rechten. Bin Tobi, ich bin Tobi. Liebe Grüße gehen an meinen Kollegen Babacan. Du weißt Bescheid. Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal, präsentierte Ihnen das Interview.